Wir haben es aktuell mit einem außergewöhnlichen Sturmereignis zu tun. Außergewöhnlich ist nicht die Stärke des Sturms, sondern der Zeitpunkt. Schließlich geht es jetzt schon Richtung Sommer. Und auch heute gab es im Vorfeld schon kräftige Windböen, wie zum Beispiel auf Norderney. In den nächsten Stunden lässt der Wind allerdings nach. Nur an der Nordsee und im höheren Bergland stürmt es noch weiter. Tagsüber legt der Wind aber erst so richtig los. Es gibt verbreitet starke bis stürmische Böen, im Bergland sogar schwere Sturmböen, ausgenommen nur der äußerste Südosten. Und dazu gibt es auch einiges an Regen. Jetzt am Abend und in der Nacht regnet es im Süden teilweise langanhaltend. Sonst gibt es nur einzelne Schauer und Gewitter. Und auch von Nordwesten zieht neuer Regen rein. Der Regen im Süden zieht sich später Richtung Alpen zurück. Und hier sinkt die Schneefallgrenze auf 1600 Meter. Und die Temperaturen sinken hier bis auf 5 Grad. Sonst Tiefstwerte von 11 bis 7 Grad. Tagsüber breiten sich die Regenschauer über die gesamte Nordwesthälfte aus. Da kann es auch mal kräftig schütten und gewittern. Auch direkt an den Alpen bleibt es noch längere Zeit regnerisch, aber dazwischen, so von der Lausitz bis runter nach Baden-Württemberg, da bleibt es fast komplett trocken und es scheint auch für längere Zeit die Sonne. Unter den Schauerwolken gibt es nur 12 bis 15 Grad, aber sonst immerhin 14 bis 19 Grad. Am Pfingstsonntag lassen Schauer und Wind nach, am Pfingstmontag gibt es in der Südosthälfte vorübergehend mal freundliches Frühlingswetter mit bis zu 23 Grad, aber dann kommt von Nordwesten das nächste Tief mit Wind und Regen.